Quae beate vivendum sapientia comparantur, nihil maius amicitia, nihil uberius, nihil jucundus. Von allen Dingen, die hinsichtlich eines glücklichen Lebens mit der Weisheit verglichen werden, ist keines größer als die Freundschaft, keines fruchtbarer, keines angenehmer. So zitiert Georg Philipp Telemann den Philosophen Epikur in der Vorrede zu seinen 24 ernsthaften, teils scherzenden Oden. Als 20-jähriger Jurastudent muss Telemann dem zu dieser Zeit 16-jährigen Gymnasiasten Georg Friedrich Händel begegnet sein. Telemann berichtet darüber in seiner Autobiografie von 1740. Und ich begab mich 1701 nach Leipzig, da ich unterwegs in Halle durch die Bekanntschaft mit dem damals schon sehr wichtigen Herrn Georg Friedrich Händel beinahe wieder Notengift eingesogen hätte. Allein ich hielt fest und nahm meine vorigen Gedanken wieder mit auf den Weg. So hat der Teenager Händel den angesehenen Juristen Telemann doch wieder zurück zur Musik verführt. Beide trafen sich in den Folgejahren häufig. 1740 berichtet Telemann: In melodischen Sätzen aber und deren Untersuchung hatten Händel und ich bei öfteren Besuchen auf beiden Seiten, wie auch schriftlich, eine stete Beschäftigung. Händel beschaffte sich Werke von Telemann, dieser wiederum ließ Händels Opern in Hamburg aufführen. Wir kennen weit über 100 Beispiele, bei denen Händel sich Ideen und Anregungen aus Telemanns Werken für seine eigenen Kompositionen holte. Diese Bekanntschaft mit gegenseitiger Wertschätzung währte bis ins hohe Alter. Händel schrieb 1750 an seinen Freund: Übrigens war ich tief gerührt von Ihren so artigen, ganz und gar von Freundschaft erfüllten Worten. Ihre liebenswürdige Art und Ihr Ansehen haben in meinem Herzen und meinem Geist starken Eindruck hinterlassen, sodass ich Ihre vornehme Gesinnung gerne erwidern möchte. Seien Sie gewiss, dass Sie mich stets von Aufrichtigkeit und wahrer Hochschätzung finden werden. So klingt das Zeugnis einer Freundschaft, die fast 50 Jahre hielt.
Als junger Kapellmeister in Eisenach suchte Telemann den Kontakt zu Johann Sebastian Bach, der 1708 als Hoforganist und Kammermusiker nach Weimar gegangen war. Hieraus entwickelte sich eine so freundschaftliche Beziehung, dass Bach ihn 1714 zum Paten für seinen zweitgeborenen Sohn Karl Philipp Emanuel wählte. In seinen jungen Jahren war mein Vater oft mit Telemann zusammen, welcher mich auch aus der Taufe gehoben hat. Von dieser freundschaftlichen Verbindung zeugen nicht nur zahlreiche Abschriften und Aufführungen von Telemanns Werken durch Bach, sondern auch Telemanns Nachruf von 1751 auf das Ableben seines Freundes. Lasst Welschland immer viel von Virtuosen sagen, die durch die Klingekunst sich dort berühmt gemacht. Auf deutschem Boden sind sie gleichfalls zu erfragen, wo man des Beifalls sich nicht minder fähig acht. Erblichener Bach, dir hat allein dein Orgelschlagen das edle Vorzugswort des Großen längst gebracht. Und was für Kunst dein Kiel aufs Notenblatt getragen, das wird von Meistern selbst nicht ohne Neid betrachtet. So schlaf. Der Name bleibt vom Untergange frei. Die Schüler deiner Zucht und ihrer Schülereien dient durch ihr Wissen dir zur schönen Ehrenkrone. Auch deine Kinderhand setzt ihren Schmuck daran. Doch was in Sonderheit dich schätzbar machen kann, das zeiget uns Berlin in einem würdigen Sohne. Im Klavierbüchlein, das Bach für seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann einrichtete, findet sich diese Suite für Cembalo von Telemann. Telemann wiederum veröffentlicht ein Rätselkanon Bachs. In seinen moralischen Kantaten von 1736 vertont Telemann Daniel Zimmermanns Gedicht an die Freundschaft. Lasst uns besser lieben als die Freunde dieser Zeit.
Wut, Verdacht und Neid im Herzen, Lippen, so spart das Küssen und Scherzen, denn ich suche Redlichkeit. Nicht jeder, der mit mir Gesellschaft, Lust und Wein verbrüdert, nein. Wer an mir was Gutes sieht, das ihn nach meinem Umgang zieht und meine Redlichkeit mit gleicher Treue erwidert, der nicht aus Eigensinn und Argwohn alles straft, was sich noch wohl geziemet, der mich bei anderen mehr als bei mir selber rühmet und mir allein entdeckt, woran ich strafbar bin, der mein Vergehen mehr bessert als verlachet, der stets so redet, als es meint und den sein Glück nicht stolz noch meines neidisch machet. Wisst, Freunde, der nur ist mein Freund. Es leben echte Freunde, bis ich an ihnen untreu bin. Die sich mit Schmeicheln und Verstellen aus Eigennutz zu mir gesellen, die fahren immer hin und werden offenbare Feinde. In David Kellners Buch »Treulicher Unterricht im Generalbass« von 1737 schreibt Telemann in seiner Vorrede: »Der gute oder schlechte Abgang eines Buches zeuget nicht allemal von dessen Werte. Die Parteilichkeit der Leser in Betracht des Verfassers, ihr ungewisser Geschmack, das Ansehen eines gewaltigen Sprechers entziehen oder liefern es oft dem Staube und den Motten. Man hat aber auch Bücher, die ihr Schicksal von dergleichen Richtern nicht zu erwarten haben, sondern deren Lauf allein die Billigkeit hemmet oder befördert. Das gegenwärtige Traktat zu dieser letzteren Sorte gehöre, kann nicht geleugnet werden. Der Name des Herrn Kellners war anfangs gar nicht genennet, oder doch noch nicht genug ausgeposaunet, um den Beifall der Leser an sich zu reißen. Dessen Werk ward untersucht. Man wusste viel daran auszusetzen, und ich habe selbst tadeln gehört, dass unter den harmonischen Intervallen einige Tone als die wahre übermäßige Quarte nebst der verminderten Quinte und None vermisset würden, dass die daselbst angegebene verminderte Sekunde C-Cis keine Sekunde als welche eine Linie und einen Raum einnehmen müsste C-Des, sondern ein kleiner halber Ton oder übermäßiger Unisonus sei. Andere wollten die Melodien der Rezitative ins verwichene Jahrhundert verweisen. Andere fanden Gedanken von Poesie unnötig und unreif. Die Einschränkung gewisser harmonischer Klänge der vernünftigen Freiheit nachteilig. Die Schreibart mit zu vielem Latein nicht zur Sache gehöre, durchwebet und so weiter. All das hat nicht verhindern können, dass in Jahreszeiten nicht 2000 Exemplarien sind vergriffen worden und man ist nunmehr überführet.
dass das so viele Gute, so hier in bündiger Ordnung vorgetragen wird, das wenige zu Verbessernde weit übertrifft. Übrigens wünsche ich dem Herrn Verfasser, dass dessen bereits ziemlich fortgerückte Jahre sich mehren und die Welt von dessen besonderer Gabe, große Vorträge in kleinem Umfang zu bringen, noch manchen Nutzen haben möge. Vom Hamburger Domkapellmeister Johann Matteson, der darüber hinaus in englischen Diensten stehender Sekretär, Musikschriftsteller und Kritiker war, musste Telemann allerdings harsche Kritik einstecken. Mattesons stachelichte Schreibart vermochte ihn aber nicht einzuschüchtern. Telemann blieb freundschaftlich gesinnt und schreibt: Wie muss ich das Klavier nicht oft zerlästern lassen? Man mutet selbigem beinahe Notzucht an. Da soll ein Lernender den Generalbass tasten, bei dem der Meister selbst nicht Fünfte zählen kann. Er greift ins Zeug hinein mit Quinten und Oktaven. Er nimmt für ein B ein Kreuz und hält ein Kreuz für ein B. Das klingt nun jämmerlich, als trete bei den Schafen der teure Rekel Mops sich Dörner in die Zeh. Er fängt mit Trillern an und schließt mit Tremolanten. Die Mitte ist durch und durch von Katzensprüngen voll. Er hält wohl diesen gar für einen Erzbacchanten, der ihm den Vorteil zeigt, wie er es machen soll. O Heckerlingsverstand, o juchtenzähe Sinnen, schimpft doch die Klinge Kunst, die liebe Gabe nicht. Jagt allen Eigensinn und Bauernstolz von hinnen. Guckt nur in dieses Buch, das euch den Nebel bricht. Mein Matteson, da du den Kretin begraben,
der Noten Barbaren den Zepter hast entführt und was das Altertum an Hexerei haben soll, zu den Gaskoniern nach Frankreich relegiert, so mühest du dich itzt mit klug verfassten Lehren zur neueren Musik und dienest so der Welt. Ich sehe schon im Geiste, dass viele sich bekehren und dass dein Samenkorn auf guten Acker fällt. Dies gegenwärtige Werk heißt Organistenprobe. Darin probiert sich dein treuer Vorsatz schon. Hier schrieb ich gerne viel zu deinem wahren Lobe. Wiewohl, was brauchst du dies? Genug. Du bist Matteson. Mit diesem wollte dem Herrn Verfasser seine ungeheuchelte Freundschaft bezeugen, gezeichnet Georg Philipp Telemann. Johann Wilhelm Hertel wurde als Sohn des Hofkapellmeisters in Eisenach geboren, knapp 20 Jahre nachdem Telemann den Musizierstil dort entscheidend mitgeprägt hatte. Telemann war, nach Hertels Aussage, ein alter intimer Freund meines Vaters. Ab 1754 am Schweriner Hof angestellt, reiste Hertel 1765 mit seiner Herzogin Luise Friederike nach Hamburg, wo er den bereits hochbetagten Telemann traf. Hertel berichtet darüber in seiner Autobiografie. Dieser alte Notenheld führte ihn bei seinem ersten Besuch so tief in eine Unterredung über die Theorie der Komposition, dass er endlich vermuten musste, er wolle ihm auf die Zähne fühlen. Dagegen aber erlaubte er sich auch, seinerseits das Gespräch auf den jetzt verfeinerten Geschmack zu lenken. Indes bemerkte er nicht ohne Vergnügen, dass ihm dieser erste Besuch die ganze Zuneigung des ehrwürdigen Alten erworben hatte, weil er hernach oft von ihm zu sich gebeten ward. Bevor wir mit einer Komposition von Johann Wilhelm Hertel schließen, hier dessen persönliches Bekenntnis über die Freundschaft. Sein Ideal von Freundschaft war so hoch, dass er die Möglichkeit eines dichten Freundes bezweifelt haben würde, hätte er nicht in der Welt ein paar Männer gefunden, denen er das Vermögen, solches zu erfüllen zu können, zugestehen musste. Er hielt daher immer für Zeitverlust, echte Freunde zu suchen. Allein, wer ihn einmal als Freund gefasst hatte, hielt ihn gerne fest. Doch nur solange er Kräfte hatte, denn er war treu und beständig, daneben aber von zarter, hochgestimmter Korde des freundschaftlichen Gefühls, das er leicht, doch nie zu ernst und nur dann brach, wenn die voll erwartete Rückzahlung zu geringhaltig ausfiel.